Klasse aus Appenzell, der Klasse von Adolf Stäuble. Wie haben Sie die Schulzeit verbracht? Ich hatte einen ausgezeichneten Lehrer. Ich werde ihn nie vergessen. Er hat uns nicht nur Schulstoff vermittelt, sondern er hat uns auch zu Charakterwesen erzogen. Er hat uns zum Beispiel den Umgang mit Geld beigebracht. Wir haben Lumpen gesammelt und Zeitungen für die Schulreise. Und dann hat er uns beigebracht, wie man eine Rechnung macht, wie man auch fair ist und gerecht ist im Umgang mit diesen Dingen. Und ich werde diesen Lehrer in meinem Leben nie mehr vergessen. Und insofern hatte ich in dem Alter, in dem ihr seid, sehr viel Glück. Später dann etwas weniger. Also als ich dann in die höheren Schulen kam, hat es dann auch andere Lehrer dabei gehabt. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Interessieren Sie sich für Sport? Ja, ich habe nicht viel Freizeit. Also dieses Jahr eigentlich kaum. Weil oft am Samstag und Sonntag auch Engagement gefragt war und deshalb konnte ich nicht viel tun. Aber ich lese sehr gerne und ich höre sehr gerne Musik. Ich bin auch etwas später, etwas älter als ihr seid, habe ich einen Freund bekommen, der Opernsänger geworden ist und der schon früh in der Jugend irgendwo wusste, dass er Opernsänger wird. Er hat diese Wahl schon früh getroffen. Und das führte dazu, dass ich bis heute auch ein Fan für Opern geworden bin. Und wenn ich irgendwo im Ausland in einer großen Stadt arbeite und es gibt ein Opernhaus, dann gehe ich hin. Daneben lese ich sehr, sehr gerne, sehr viel und ich treibe auch Sport. Und zwar Laufsport. Man sieht es, oder? Ich meine. Dann waren das alle Fragen und jetzt habt ihr auch etwas vorbereitet. Eine Geschenkübergabe. Jetzt wo wohnst du in dem März? Heute darf mir alle schön mitruben, das ganz grosse Bundeshaus anschauen. Von links 1000 Klassen, ein riesen Glück, haben sie uns ab den Zöllen rausgepflückt. Das Wissen ab Zeche haben wir verkauft, also im selben Bereich noch bis läuft. Und jetzt sind wir eben da, wie gesagt, und haben mit Freude die Sinne angelegt. Aber wir wollen nicht gleich die Schiene nehmen. Wir wollen dem Herrn Merz auch nicht bis bringen. Das Nervenbrauch, den letzten Hoben, ist der Biber gut. Ja, hopp, wärst gelogen. Und läuft öppe die noch gestrüben und hätten? Nützt sich ein Schlöckchen Alpen, bitte. Mit seinen 42 Kräutchen ist er gesund. Das sage ich deutlich. Mit diesen zwei quasi Wunderwaffen können die hier oben zu Bern noch gut weiterarbeiten. Wir danken für die Führung. Es war gehörig schön. Aber jetzt gehen wir gleich wieder ganz gehen hin. Wieder ganz gehen hin, das wundert schön. Danke vielmals für die Überraschung. Mich freut natürlich besonders, dass wir in dem Haus gekommen sind. Das freut mich, wirklich. Und der Appenzeller Alpenbitter ist mir natürlich auch bekannt. Aber brauchen kann man ja alle wieder. Man darf nicht vergessen, die Appenzeller Innerrhoder haben in der letzten Zeit zwei Bundesräte gehabt. Weiß man noch, wie die heißen? Sie wissen es nicht mehr. Das ist für mich beruhigend, oder? Weil dann kann man sagen, eines Tages ist die Geschichte geschrieben und dann wird man nicht mehr so im Lichte der Öffentlichkeit stehen. Also es war zuerst Herr Arnold Koller, er wohnte in der Stenig, und nachher war es Frau Ruth Metzler. Sie war Finanzdirektorin in Innerrhoden und wohnt immer noch in der Meschrütti und arbeitet in Basel. Voilà. Gut, ganz herzlichen Dank. Jetzt bleibt es mir, euch nochmals im Namen von Swissaid ganz herzlich zu danken für das Verkaufen der Abzeichen.